möchte euch heute eine kleine Reihe von Märchen erzählen, beziehungsweise im Laufe der Zeit. Und dieses erste Märchen ist verbunden mit dem Element Feuer. Feuer als Zeichen der Liebe, aber auch des Hasses und des Krieges. Beides ist in ihm enthalten. Es war einmal ein junges Paar. Ein junger Mann, genannt Guillermo, und seine Geliebte, Manuela. Wie man sieht, tanzten die beiden leidenschaftlich gerne. Nur ein Problem gab es. Die Familien der beiden hassten sich, und das schon seit vielen Jahrzehnten. Sie waren sich so spinnefeind, dass keiner dem anderen auch nur einen Schritt weit traute. Aber die beiden achteten gar nicht darauf. Heimlich trafen sie sich. Heimlich tanzten sie miteinander. Bis eines Tages einige aus der Familie Guillermos die beiden beobachteten und alles weiter tratschten. Ab diesem Moment hatte das Paar keine ruhige Minute mehr. Sie konnten sich nie treffen und manchmal durften sie sich nur von der Straße aus über mehrere Meter hinweg grüßen. So weit waren sie voneinander entfernt, bis sie es eines Tages wagten, sich heimlich Briefe zuzuschicken. Und sie planten zu fliehen. Sie flohen in die Berge. Aber die Verwandten hatten schon gerochen, dass die beiden fort wollten. Und sie verfolgten sie bis tief in die Berge. Die beiden flohen und rannten und kamen schließlich an einer Einöde. Sie fürchteten, dort zu erfrieren, zu verdursten, zu verhungern. Meilenweit gab es keinen anderen Ort oder andere Menschen, die ihnen hätten helfen können. Voller Verzweiflung flohen sie in eine Höhle. Doch die Verfolger hatten sie gut im Blick. Sie kamen immer näher und näher an die Höhle heran und bedrohten die beiden. Ja, sie versuchten sie auch zu überreden, herauszukommen, aber die beiden klammerten sich aneinander, so sehr liebten sie sich. Aber da geschah ein Wunder. Eine Kugel aus gleißendem Licht oder Feuer rollte den Verfolgern entgegen und schlug alle in die Flucht. Das Paar aber wurde gerettet, denn es entstand eine wunderbare Wärme in ihrer Höhle. Niemand weiß, woher diese Wärme kam, ob sie von ihrer Liebe kam oder ob ein Schutzengel seine Wärme zu ihnen schickte. Eine Weile blieben sie dort, bis sie merkten, dass niemand mehr kam. Es wird erzählt, dass dieses Paar bis an sein Lebensende glücklich miteinander lebte. Ich weiß nicht, ob sie eine Familie gründeten und Kinder bekamen oder einfach so glücklich waren.
Das ist allen Liebenden vergönnt. Ich meinte natürlich, das sei allen Liebenden vergönnt. Und ihr glaubt bitte weiterhin an die Liebe.